naja, wie man sich schon denken kann, in der Mine werden Erze abgebaut. Das ist eine von zwei Ressourcen, beziehungsweise noch nicht ganz. Also Erz ist halt die Vorstufe zum Metall. Richtig, dazu fällt mir auch gerade ein, wir müssen dann natürlich auch hier diese Aufbereitungsanlage noch dazu bauen. Ja, denn, wie gesagt, wir möchten ja auch gerne aus... Ja, wo bauen wir die jetzt am besten hin? Bauen wir die mal hier hin. Wir möchten ja auch ganz gerne dann aus den Erzen, die hier abgebaut werden. Apropos, ich habe gar nicht versucht, ob man die größer ziehen kann. Na gut. Möchten wir gerne unser benötigtes Metall machen. Und das können wir dann mit Hilfe der Aufbereitungsanlage, beziehungsweise dort müssen wir dann noch ein Einrichtungsstück bauen, damit das funktioniert. So, haben wir... Ja, das hier ist unser Biodom, ne? Genau. Nein! Oh. Okay. Gut. Biodom zum dritten. Ja. So, wir bauen ihn jetzt zum dritten Mal. Okay, wir bauen ihn gar nicht mehr. Mann, ey. Das war echt... Das war echt ärgerlich. Ja? Ich meine, das Problem ist einfach, der Button bauen ist exakt an der gleichen Stelle wie der Button abreißen. Und es gibt beim... oder recyceln. Und es gibt keine Nachfrage, möchtest du wirklich recyceln? Das ist natürlich, ja, gelinde gesagt, schlecht. Das ist echt, das ist richtig ärgerlich eigentlich, ne? Wenn man es so sieht, dann ist das echt total unschön. Ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, dass es mir passiert ist. Und hier wäre auf jeden Fall nochmal Nachbesserungsbedarf, meiner Meinung nach, für die Macher, ja, also für das Update 1.0.2. Wäre das doch eine schöne Neuerung, weil die gleiche Position und klar, ich meine, natürlich, das Icon sieht völlig anders aus. Allerdings, ja, wenn man halt schnell bauen will, dann guckt man ja nicht wirklich hin. Man weiß ja, ja, ganz oben links ist doch das Icon so, ach, ich will jetzt mal bauen, klick und da ist es schon zu spät gewesen. Also, ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, dem das jemals passieren wird. Aber sehr ärgerlich ist es trotzdem. So, der Kollege hier ist unglücklich. Okay, so unglücklich ist er ehrlich gesagt noch gar nicht. Eigentlich ist er überhaupt nicht unglücklich im Verhältnis. Ich frage mich gerade, wo die Glücklichkeit steigt. Ah, wenn sie fernsehen. Verstehe. Die Moral steigt, ja. Okay. So, die Aufbereitungsanlage wurde gebaut. Also, wir wollen einmal einen Metallprozessor bauen, ja, um die Erze zu Metall weiterzuverwandeln. Und gleichzeitig können wir hier auch schon mal so einen Bioplastikgenerator bauen. Dieser wiederum, so, wo platzieren wir den? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie relevant ist oder ob wir die Plätze einfach sowieso haben. Gut, wir platzieren den einfach hier. Dieser Bioplastikgenerator macht aus Stärke Widerstand, macht er Bioplastik. Bioplastik ist ja das zweite Baumaterial, was wir hier oben haben. Und Stärke beziehen wir, das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Stärke beziehen wir aus Gemüse. Nee, eigentlich nicht aus Gemüse, sondern eher aus Korn. Ne? Ich denke mal, aus stärkehaltigen Sachen, also man kennt es ja, weiß ja, was stärkehaltig ist, jetzt Getreide zum Beispiel, Kartoffeln, Reis, irgendwie sowas, nehme ich an, werden wir jetzt gleich bauen. Okay, jetzt können wir das noch nicht machen. Achso, ist er noch nicht verbunden, okay. Gut, der hat keinen Bock mehr, der will die Verbindung hier nicht bauen. Könnte mal irgendwer hier eine Verbindung bauen. Ah, der wird jetzt die Verbindung bauen. Genau, so, jetzt können wir es schon machen. Genau, da steht es auch schon. Stärkehaltig. Kartoffeln. Hä? Okay. Und wieder zurück. Reis. Stärkehaltig. Erbsen. Stärkehaltig. Weizen. Stärkehaltig. Mais. Stärkehaltig. Also die ganzen oberen sind eben stärkehaltige Produkte.
die wir dann zur Weiterverarbeitung auch benutzen können. Ich nehme an, dass wir sie auch essen können. Aha, langsame Produktion und niedriger Wartungsbedarf. Ist ja interessant. Schnelle Produktion und hoher Wartungsbedarf. Ah, okay, total interessant. Es gibt quasi unterschiedliche Sachen. Na gut, also wir brauchen natürlich jetzt erstmal relativ schnell was. Deswegen machen wir jetzt hier mal Reis. Aber wir wollen natürlich auch so à la Rimworld genau das Gegenteil haben. Also wir wollen auch definitiv Sachen haben, die zwar länger brauchen, aber dafür richtig ertragreich sind. So. Das gleiche gibt es dann hier auch wieder. Verstehe. Okay, es gibt auch normalen Gehenzwiebel. Okay. Es gibt auch normale Gemüsesachen. Hier, also Tomaten, Salat. Tomatensalat. Verstehe. Also aus denen kann man dann hier mit unserem Nahrungsmittelgenerator, der hier oben, glaube ich, steht, kann man dann eben Nahrung herstellen. Und es gibt Heilpflanzen. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Wir müssen nämlich noch eine Krankenstation bauen. So. Und wir können Bäume bauen. Aha. Aha, interessant. Also wir können hier Bäume bauen. Und da steht es ja dann schon. Produziert tagsüber Sauerstoff und verbraucht etwas Sauerstoff in der Nacht. Also wird wahrscheinlich mehr produzieren, als er verbraucht. Sonst wäre es ja ziemlich bescheuert. Und Kolonisten können sich durch den Anblick entspannen. Gut, also interessant. Brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Sondern wir wollen erstmal hier so zwei Tomatenfelder. Und wir wollen auch was haben mit niedrigem Wartungsbedarf. Die Pilzfelder. Langsame Produktion. Gut, und wir werden die dann definitiv mal vergleichen. Ah, hier könnten wir jetzt das priorisieren. Also das an dieser Struktur hier mit Priorität. Es gibt aber nur eine Möglichkeit zu priorisieren. Okay, gut. Das haben wir jetzt auch gemacht. Okay, einer unserer Roboter hier ist über den Jordan gegangen, beziehungsweise der ist nicht defekt, aber der muss jetzt erstmal repariert werden, bevor er wieder irgendwas machen kann. So, die Mine. In der Mine wird bereits produziert, beziehungsweise gerade nicht anscheinend, weil da keiner drin ist. Okay. Aber wir haben ja jetzt bereits den Metallprozessor, so, jetzt nochmal richtig ausgesprochen. Und da können wir ja dann gleich, da können wir dann gleich, was macht der denn hier? Okay, können wir dann gleich, umwandeln, sobald das denn fertig ist. Allerdings, wie ich jetzt gerade sehe, da hier jetzt niemand drin arbeitet. Also ich sag mal so, wenn keiner drin arbeitet, dann kann es auch nicht fertig werden. So. Ich baue mal hier noch eine Luftschleuse. Irgendwo. Achso, da kann ja nur eine Sache ran. Okay. Hier zum Beispiel. Denn ich habe also gerade so ein bisschen die Eingebung, sage ich mal so. Dass hier ein Meteorit drauf fliegt, dann haben wir keinerlei Möglichkeiten, eine neue zu bauen, wenn alle drin sind. Klar, wenn die jetzt noch draußen sind, dann können die erstmal die Sachen dahin bringen. Aber wenn keiner mehr draußen ist, dann sind wir echt ein bisschen aufgeschmissen, ne? Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so realistisch ist. Vielleicht ist das sogar vom Spiel verhindert, dass sowas gar nicht möglich ist, weil vom Gedanken her ist es jetzt ehrlich gesagt ziemlich blöd, wenn das passieren würde. Aber gut. Okay. Der sagt jetzt hier 2,5 wird produziert und 2,5 wird verbraucht. Der sagt jetzt 2,5 wird produziert und 5... Hä? Okay. Ich bin noch nicht ganz so dahinter gestiegen, woran es liegt, wie viel hier verbraucht wird. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, beziehungsweise wie viel hier... Warum werden jetzt hier nur 2,6 von 5 produziert? Der benötigt doch nur Energie. Also, die Energie wird ihm ja wohl jederzeit zur Verfügung gestellt, oder? Also, wenn ich es jetzt richtig sehe,
Haben wir ja genug Energie? Ja, bei weitem. Der Energiekollektor ist rammelvoll. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, warum der jetzt auf einmal mehr produziert. Und ich glaube, der schwankt ja schon die ganze Zeit, ne? Also keine Ahnung, was das jetzt für einen Sinn macht. Ah, okay. Unser Bot wurde, glaube ich, jetzt auch repariert. So. Sag mal, sind hier irgendwie welche, abhandengekommen? Nee. 7 und 2. Irgendwie geht es mir das hier gerade ein bisschen sehr langsam. Ich komme ja überhaupt nicht zu Potter. Ah, die sind zu weit entfernt leider, sonst hätte man die gleich auch noch verbinden können. Aber gut, die können ja auch so hier langlaufen, das ist ja das Gute. Drin natürlich nicht. Aber das ist schon mal schön. Ah, okay. Jetzt bauen sie hier alles relativ zügig auf. Perfekt. Und das heißt, wir haben jetzt diesen Bioplastikprozessor. Wir haben hier unseren Essensfertiger. Der kann aus Gemüse Mahlzeiten produzieren. Ja, einwandfrei, weil wir haben ja jetzt dann hier reichlich Gemüse, was dann eben so nach und nach produziert. Was hier so nach und nach produziert wird. Und wow, die Tomaten sind bei 56%, das Ding bei 6. Mann. Wo ist er eingeschlagen? Es hört sich so nah an, als würde der direkt wirklich mitten in mein Häuschen hier schlagen. Ah, aber irgendwie anscheinend also so richtig... der Metallprozessor sieht nicht so richtig aus, als würde da was produziert werden. Okay, der Sanitäter ist untätig. Ja, das werden wir gleich mal ändern. Indem wir... Also erstmal brauchen wir ein Labor, um Arzneimittel herzustellen. So, bauen wir das mal dahin. So. Und anschließend brauchen wir auch auf jeden Fall noch eine Krankenstation. Wo ist sie? Ach so, ja. Da, wo das große Kreuz ist. Verstehe. Okay. Zur Behandlung von Kolonisten. Ist eine Sackgasse. Kann nur eine Innenverbindung haben. Gut, dann bauen wir sie hier hin. So, zack. Denn jetzt haben wir ja hier hinten vorhin auch schon die Heilpflanze gebaut. Und wenn die Heilpflanze eben fertig ist... Apropos, das Tomatenfeld will nicht gebaut werden, wa? Obwohl hier schon was liegt. Ach, ich hab den hier eingesperrt. Mann, ist das blöde. Okay, das ist ja richtig bescheuert. Oder um nicht zu sagen... Der Kollege hat sich hier selbst eingesperrt, ja? Bringen wir es mal auf den Punkt. Denn er hat das ja fertig gebaut. Na super, ey. Darauf muss man jetzt auch noch achten. Okay, also das ist jetzt wieder... Da muss ich sagen, auch das ist halt sowas vom Spiel... Also... Ich als Beta-Tester spiele doch hier. Wenn ich das sehe, würde ich doch als erstes sagen... Leute, das ist ja wohl total blöde. Ändert das mal. Und es ist ja auch im Endeffekt einfach. Denn ich müsste ja, ich muss das ja jetzt nicht groß erklären. Wenn der sich halt da einsperrt, dann landet er halt am Ende quasi auf der anderen Seite und nicht auf der Seite, wo er eingesperrt wäre. Oder von mir aus kann der sich da einmal rüber teleportieren oder sowas. Aber das ist, das fällt mir doch auf, oder? So von der Sache her muss ich doch sagen, das ist sowas, was jetzt als Spieler ist das mega nervig. Und als Programmierer ist das doch was, wo ich sage, das muss ich doch beheben. Ja, also das ist doch schon ein bisschen komisch. Ah, okay, der hier holt sich was zu essen. Schaut er dabei auch Fernsehen? Nee, schaut er nicht, schade. Ich dachte nämlich, dass die dadurch, dass die hier wirklich direkt vorm Fernseher sitzen, so richtig, richtig gut gleich noch Fernsehen und dann sich gleich noch hier ihre Moral verbessert. Tun sie aber leider nicht. Ah, das letzte Tomatenfeld wurde fertig gebaut. Oh, schön. Hier liegt ja schon mal einiges. Toll. Gibt es eigentlich sowas wie ein Lager? Ein Wassertank gibt es übrigens. Ein Wassertank. Ein Wassertank baue ich jetzt mal. Das dürfte doch eigentlich nicht schaden, oder?
Ein Wegweiser. Der ist auch nicht schlecht. Ein episches und völlig sinnfreies Symbol der Errungenschaft. Okay. Funkantenne benötigt Kontrollzentrum. Raumhafen benötigt Landeplatz. Okay. Hier können jetzt kleine Kolonisten oder Handelsschiffe landen. Gut. Du solltest das Kolonieschiff recyceln. Ja, mache ich gleich. Mache ich gleich. Einfaches Feld, mit dem die Basis günstig erweitert werden kann. Ach so, okay, verstehe. Also, was ich jetzt hier zum Beispiel vorhin hatte, dass ich sage, Mann, jetzt kann ich das Ding hier nicht bauen. Könnte ich jetzt einfach hier quasi hinbauen. Danach könnte ich dann auch weiterbauen. Das ist dann halt sehr günstig. Ja, das ist cool. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach einem Lager. Robotikeinrichtung, okay. Eine Bar. Ausruhen und etwas trinken. Was machen die denn hier? Was machen die denn in der Kantine? Moment. Nicht wieder den gleichen Fehler. Kantine. Essen und trinken. Ausruhen und etwas trinken. Okay, gut. Der Biodom hat kein Wasser. Das ist unfassbar ungünstig. Ah, verstehe. Das sollten wir mal sowas von schnell ändern. Hier müssten wir mal so einen Monster-Kollektor hinbauen, glaube ich. Gut, also klar, der Wassertank bringt es jetzt gerade nämlich genau nicht. Aber eieiei, ist das übel. Aber was mir jetzt überhaupt nicht gefällt, ist... Also ich habe jetzt hier gerade das Gefühl, die Dinger sind schon quasi tot. Ja. Wäre natürlich toll, wenn er mir anzeigen würde, dass ich kein Wasser habe, bevor das Ganze hier schon, also quasi am Abnippeln ist. Ja. Weil, naja gut, vielleicht ist es ja auch gar nicht der Fall. Aber irgendwie hat es jetzt gerade so gewirkt, als wäre es schon längst kaputt. Oh, dem geht's nicht gut. Dann sollte ich mal auf der Krankenstation, die habe ich ja bereits, mal schnell so ein Krankenbett bauen, wa? So. Zack. Mann. Ja, ich hab's verstanden. Leute, jetzt schafft doch mal hier was rüber. Ja, okay, der war nicht schlecht. Wirklich? Jetzt habt ihr die Verbindung beide gebaut. Ja, danke. Toll. Also, zwei Metallressourcen brauche ich. Ja, das werdet ihr ja doch jetzt wohl schaffen, oder? Da kommt nämlich schon die erste. Und da kommt die zweite. Jetzt sag mir aber nicht, dass ich gleich keine Energie mehr habe. Kann ich jetzt... Oh, keinerlei Wind? Ja, okay, dafür braucht man dann den Kollektor. Ja, ich weiß es doch nur, dass er kein Wasser hat. Okay, da wird der Wassergenerator gebaut. Wasserextraktor, mein Fehler. Und